Dieser Zombie kann diesen Hass gut nachempfinden. Oder konnte, je nachdem. So. Und. So. Dann geht's runter zu den Schafis. So, Moment, stopp, falsch. Das da? So. Dann machen wir mal Schafe. Hallo, komm her. So. So. Yay! Schafe! So, und auch die Weißen machen noch ein paar Schafe. Ich würde die Kinder auch gerne bei ihren Familien lassen, aber... Dieses Schaf weiß noch gar nicht, dass es eigentlich ein anderes ist. So, komm mit. Ich weiß, du willst bei Mami bleiben, das ist sehr schwer für dich, aber... Du kommst im Nachbargehege unter, das ist auch kein Problem. Bist immer noch ganz nah bei Mami. Komm mit. So, dann hier. Komm. Nein. Du hast hierher zu kommen, du hast zu gehorchen. Okay, du musst schnell sein jetzt. So. Guck mal. Du bist auch wirklich, ich habe keine Farben dabei, Mist. Ich wollte so einen Witz machen und dann, naja. Huh. Du bist doch wirklich kein Orange, was willst du? Du kannst gar nicht das Kind von diesen Eltern sein. So. Nächste Kindesentführung. Ich würde ja auch die Eltern empfehlen, aber irgendwie sträubt es mir sehr, das Kind mit der Mutter zurückzulassen in einem Stall und dann später wieder Kinder machen zu müssen. Das widersträubt mir sehr stark. Yeah. Kinder sind scheiße. Wann auch immer in eurem Leben euch etwas anderes erzählt sein sollte, Kinder sind scheiße. So. Nein, ich mag Kinder ja eigentlich auch. So, komm mit. Mit Brot lässt sich das Schaf natürlich nicht locken. Komm. Warum mache ich das nicht die ganze Zeit so? So. Ah, ich habe wieder das Problem. Nein, komm schon, das kann nicht sein. Ach man, diese dämlichen Viecher, ey. Hier geblieben. Komm, rein da. Rein da, rein da. Was zum Teufel ist dein Problem? Mein Gott. Kinder, Kinder, Kinder. So. Haben wir es endlich geschafft. Benutzt es schafft der Orangenstegen. Tada! Eisenhelm, Diamantbrustpanzer. Ich habe Diamantbrustpanzer an, okay. So, auf zum nächsten. Na komm.
Was verstehst du nicht an der Komm? Hä? Schaf? So. Wisst ihr was? Wird scheißegal, ich nehme mal mit. Ich nehme mal den jetzt hier mitkommen. Warum nicht? Komm mit. Das kleine Schaf folgt mir einfach. Warum nicht? So, komm mit, deine Schaf. Kann nicht sein. Ich fühle mich ziemlich verarscht gerade. So, mitkommen. Ich werde mich sputen beim nächsten Mal. Ich werde beim nächsten Mal die Kinder nicht gleich am Anfang entführen. Ich werde sie erst erwachsen werden lassen. Und dann werde ich sie entführen. War das nicht geplant? Mitkommen. Hallo. Mitkommen. Folgen. Wollen wir mich eigentlich komplett alle verarschen? Aber was ist dein dämliches Problem? Hä? Was ist dein beschissenes Problem? Ziemlich alles ist ein Problem. La 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 la. Jetzt bist du groß geworden oder was? Willst du mich eigentlich rollen? Das war mir übelst ein Heckmeck-Aufwand hier wegen dir und jetzt bist du groß. Ja, schon klar. Mitkommen. Dann haben diese Schafe eigentlich intelligentlich, heidlich irgendwas drauf. So. Dann hätte ich gern das da. Das sieht aber echt geil aus bei dem Schaf, muss man mal sagen. Das sieht mega schön aus. So, jetzt werde ich dieses Gatter hier davor tun. Dann werde ich die Fesseln lösen und mich freuen, dass es endlich fertig ist. So. Immer noch nicht erwachsen hier. Aber da hinten, das ist erwachsen. Folge mich. So. Und dann kann ich die beiden gleich mal... Nein. So, und damit es nicht auffällt, dass die... In Wahrheit eigentlich eine ganz andere Rasse sind. Kommt mal her schnell. Boah, das Blau sieht auch richtig geil aus. So. Hat keiner gesehen. Was? Ihr wart vorher anders vor mich? Glaube ich nicht. Ach, das müsste bewiesen werden. So. Hier die beiden. Und die beiden. Und die beiden, warum immer du da noch nicht groß geworden bist. Ich habe keine Ahnung. Und hier zwei nochmal. Und du nochmal. Was ist euer Problem?
Ernsthaft, was ist euer Problem? Ihr steht genau nebeneinander. Was ist euer scheiß Problem? Geht doch. Ich würde hier noch ineinander schieben, ey. Meine Güte. So, ihr beiden auch nochmal. Hui! Oh, da haben wir jetzt schon ganz schön. Also wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Herden haben wir. Ist doch cool. So. Was fehlen uns denn noch zu haben? Wir haben Orangehammer. Wir haben auch schon Weiß. Wir haben auch... Ne, die haben wir noch nicht. Hellblauhammer. Gelb fehlt uns auch noch. Wir haben hier hinten noch zwei Gatter frei. Ich habe aber auch keine Türen mehr, seit einigen Gattern schon. Deswegen werde ich mir diese erst einmal craften. Nicht so, sondern so. Aber auch das hat nicht gereicht. 5 Türen sind ein bisschen wenig. Mach mal Zähne draus, dann passt das. Essen vorher noch was. Eis soll mal drin auf den Creepern und so was sicher sein, solange wir hier rumrennen. Würde der Radius so groß sein, dass sie nicht spawnen kann. So. Die haben eine Tür, die haben eine Tür, die haben eine Tür. Die haben eine Tür. Nein, nein, ach komm schon. Ist doch nicht witzig. Hier geblieben. Bringen wir fertigst mit. Rein. Ja, klasse. Hallo, bist du jetzt wie verarschen, Alter? Mein Gott. Wer hat denn die KI von den Schafen erfunden? Und selber folgst du dich an deiner Mutter. Los, rein da. Ich will mich aber auch verarschen. Da gibt's ja. So. Ich bin gerade selten verarscht vorher, aber richtig verarscht. Hallo, Hammersball. Alter, bitte nicht verarschen. Geht doch, war das so schwer? Ich wollte nur eine Tür einbauen. Nur eine Tür einbauen. Du kannst dich mit deiner hässlichen Fresse mal in Ruhe lassen hier. Go, go, go. Wir haben euch sogar Pilz, dass ihr keine Freunde und kein Leben habt. Ihr könnt auch zu Hause bleiben. Tada. Ich komme über den Baum drüber, das ist klar. Nein, theoretisch sind sie erst bei eingesperrt, wenn sie über den Baum drüber kommen sollten. So, und ich mache das mal hier oben noch eine Absicherung, damit ich wirklich in Ruhe gelassen werde. So. Jetzt sollte ich theoretisch sicher sein. Gut, das war's aber für die heutige Folge auch schon. Wir haben das Haus noch nicht gebaut. Ich weiß auch noch ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ich das bauen soll, so ein Schafshaus. Wir haben hier einen riesen Mauer hin platziert, wir haben da drüben einen schönen Teich gebastelt, wir haben die Schafe hier rein platziert, wir haben einiges geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine Freunde, da werden wir wahrscheinlich die restlichen Schafe umsortieren oder vielleicht lassen wir sowas mal so, ich weiß es nicht. Vielleicht fangen wir mit dem Haus dann an, wenn ich weiß, wie ich es bauen soll.
Wir werden da hinten noch zu Ende bauen, diese Ecke, die wir jetzt noch nicht fertig gebaut haben. Wir werden schauen, wie wir hier oben dann weitermachen, weil das will ich ja dann auch alles hochziehen. Wir haben da oben mittlerweile irgendwie aufgehört zu bauen, keine Ahnung warum, da war mir dann irgendwie doch die Lust weg. Ich wurde auch gefragt, ob ich eine Bäckerei bauen kann, von einem Zuschauer wurde es gefragt. Jo, alles kein Problem, mache ich, aber ich möchte gerne, dass wir das hier fertig haben. Vielleicht können wir die Bäckerei dann auch gleich da oben hinbauen, ans Weizenfeld, das würde ja passen. Wenn ich da oben jetzt hier dieses Stück da wegruppe alles, dann können wir da vielleicht gleich eine Bäckerei hinbauen. Das würde ja vielleicht passen. Hier genau neben den Schafe kann man mit dem Weizen einmal hier lang laufen. Dann kann man hier durch die Schafe laufen. Und dann kann man dahinter laufen und kann den Rest auch zu den Pferden bringen. Braucht ja alles komplett Weizen hier. Ja, dann würde ich sagen, bis jetzt beim nächsten Mal und tschüss.